So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Nioh. Wir sind hier in einem der ätzendsten Nebenmissionsgebiete überhaupt. Denn ich darf mich erstmal hier mit drei unterschiedlichen von diesen scheiß Untoten herumschlagen. Bei denen du vielleicht ein paar Schläge mal kurz durchkriegst, wenn du Glück hast. Und die immer sich auch noch mit den Angriffen so abstimmen, dass es einfach so gut wie unmöglich ist, da vernünftig koordiniert gegenzuarbeiten. Und die auch nur halb so schlimm wären, wenn die nicht den Großen dabei hätten, der einfach mal eben Angriffe hat, die nicht unterbrochen werden können. Aber das Schlimmste an diesem Level ist ja eben nicht das. Das Schlimmste kommt jetzt gleich. Wo ist es noch nicht das Schlimmste? Und ich weiß auch gar nicht, ob wir zum Schlimmsten überhaupt kommen werden. Natürlich, ich werde direkt von diesem scheiß Windangriff erwischt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Tengu hier in diesem Spiel hasse? Der zweite ist dazugekommen. Perfekt. So, belebte Waffe an. Boah, natürlich, hat überhaupt nichts gebracht. So, erster ist platt. Jetzt möglichst ohne mich heilen zu müssen, den erledigen, was einfach nicht klappen wird. So, Blitztalisman. Was natürlich nicht klappt, weil das Viech direkt vor mir... Durch den Fels! Perfekt, genau! Wenn ich sowas mache, knallt mein Schwert gegen den Fels. Wenn ein Gegner das macht, geht's durch den Fels durch. Also ich bin echt an dieser Stelle einfach frustriert. Weil für mich erscheint das einfach nicht mehr fair. Ach klar, jetzt werde ich auch von dem direkt... Ist super, wenn die drei einen unabhängig voneinander angreifen können. Also klar, so ist es realistisch, aber es ist... Es ist frustrierend, richtig frustrierend. So. Jetzt nach Möglichkeit erstmal den... Den Kleinen kann ich nämlich unterbrechen im Gegensatz zum Großen. So, jetzt nur noch der Große. Ich überlege, ob ich dann nachher, weil man muss ja nach den zwei Tengu noch wen erledigen, da muss ja, danach kommt ja noch ein verdammter Onryoki. Perfekt. Natürlich, ich krieg's nicht mehr hin auszuweichen. Es Boah, ist dieser Kampf einfach ätzend. Wieso kriege ich es jetzt nicht hin? Das Ach, jetzt hat's geklappt. Aber jetzt steht der hinter mir. Perfekt. Merke, wenn das hier klappt, ist das genial, aber es klappt in der Regel nicht. Boah, ich hasse diesen Kampf einfach. Ich meine, ein Tengu ist ja schon schlimm genug. Warum müssen es gleich zwei sein? Und danach noch ein anderer Boss. So.
Gut, gleich haben wir den Kleinen. So, jetzt nur noch du. Schlagen, Abstand nehmen. Oder direkt mal draufhauen, wenn es klappt. Die Reichweite von diesem scheiß Stab ist ja auch lächerlich. Er hat seinen Kumpel geholt. Den ich erwischt habe. Der mich dann aber auch erwischt hat. Perfekt. Diese Kanone bringt mir netto nichts. Wo liegt mein Schutzgeist? Das ist doch ein Scherz. Ich werde von dieser Schwertspitze gestreift, kann deshalb nicht ausweichen im zweiten Angriff, werde umgeworfen mit diesem... Ach, egal. Es ist für euch jetzt sicher nicht schön, dass ich mich die ganze Zeit beschwere, aber... Gerade fühlt es sich einfach nicht fair an. Egal was ich mache, ich kriege nur auf die Fresse. Ich hasse dieses Riesenviech einfach. Natürlich trifft mich hinterm Felsen, perfekt. Erstmal schön meinen Schaden halbieren, ist fair. Ich krieg auch nichts hin hier mit Ausweichen oder Abwehren oder so, klappt alles nicht. Das Beste ist ja, dass bei meiner belebten Waffe auch Blocken nichts mehr bringt. Das zieht mir ja trotzdem dann was ab von der belebten Waffe. Und das ist halt einfach so absolut unschaffbar ab dem Punkt. Natürlich, ich wurde wieder erwischt. Perfekt, ich stand hinterm Felsen. Der Fels stand zwischen uns. Ah, perfekt. Oh, klar, ich stehe mit in der Explosion. Ich stehe hinter der Kanone und stehe mit in der Explosion. Perfekt. Ist legitim. Ich hasse dieses Dreck. Ach komm, haut mich um, los. Ergibt ja eh keinen Sinn, wenn ich hier verletzt werde in der ersten Phase. Es ist so frustrierend, diese Stelle. Wie gesagt, ein einzelner Tengu ist schwierig. Okay, kannst mich wieder umhauen. Ein einzelner Tengu ist schwierig.
2 Tengu. Gerade so noch irgendwie machbar. 2 Tengu und danach ein Boss. Ist einfach nur noch lächerlich. Ach, ich probiere mal was. Mal schauen, ob das funktioniert. Natürlich nicht. Gut, dann haut mich um. Aber am besten in einem Punkt, wo ich das direkt aufnehmen kann. Selbst das kriegen sie jetzt nicht hin, oder was? Was war das denn bitte für eine... Ich dachte, ich probiere mal, vielleicht treffe ich einen, aber weil die so niedrig sind... Nö. Ich hasse diese Gegner. Ich hasse diese ganze Nebenmission. Immerhin habe ich das jetzt entfernt. Besser als nichts. Zweiter Tengu ist da. Wird ätzend. Ich habe keinen erwischt. Perfekt. Natürlich, der macht das, der macht's aus der Luft, landet, macht's direkt nochmal. Ich könnte kotzen. Dieser Kampf ist einfach so unfair. Na, ja, ich sehe nichts und der, genau, haut mich um, los. Es ist so unfair. Der eine steht vor dem anderen, kommt auf mich zu und der hintere macht diesen scheiß Windangriff, ohne dass ich davon überhaupt was sehen kann. So, Konzentration. Ich hasse diesen Angriff, weil man kann einfach so gut wie nichts dagegen machen. Man wird halt einfach erwischt. Okay, perfekt. Wenn das Vieh also so nah dran steht, stehe ich einfach mit im Explosionsradius. Mit anderen Worten, diese Kanone bringt mir de facto nichts. Natürlich schon wieder so eine Scheiße. Ich verstehe nicht, wie haben die sich bitte diesen Kampf gedacht? Wir hauen jetzt mal alles Unfaire zusammen, was man irgendwie kombinieren kann? Oder wir hauen mal so zusammen, dass es in der Kombination unfair wird, weil einzeln sind diese Sachen ja nicht schlimm.
Einzeln sind das ja faire Sachen. Aber wenn der eine Gegner dafür sorgt, dass du den anderen nicht siehst, der einen Move macht, der dich unter Umständen sofort umbringen kann. Oder sowas, dass ich halt diese Moves mache bei den... Ach komm, scheiß drauf. Haut mich um, Leute. Es ergibt halt keinen Sinn. Ich komme nicht mal mehr zum Unryoki. Und selbst wenn ich das schaffe, habe ich dann keine Heilung mehr und der macht mich mit einem Schlag platt. Komm, vielleicht hilft das ein bisschen gegen die. Auch nur marginal. Das Problem ist, ich kann ja auch den nicht unterbrechen. Ich kann nicht verlässlich meinen Blitzdebuff auf ihn drauf kriegen. Ja klar, ich bin zweimal nach hinten ausgewichen und war immer noch außer Reichweite. Okay, komm. Okay, komm. Wenn schon, denn schon, dann. So, einer ist hin. Der andere wird mich jetzt umbringen, aber der eine ist hin. Ich hasse es. Ich kann ja alles mehr oder weniger blocken, aber es wird mich auf lange Sicht umbringen. Okay, das bringt mir auch nichts, also gar nichts. Weil da stand er jetzt neben. Okay, jetzt kommt der Punkt, an dem ich definitiv sterbe, weil der erste Treffer mich umbringt. Ich kann natürlich versuchen, ihn durch die Gegend zu locken. Und dann sowas hier machen. Natürlich, ich kam nicht mehr weg. Perfekt, also diese Kanone ist eine Mordfalle. Also eine Todesfalle für den Anwender. Perfekt. Wozu ist das Scheißteil da? Ganz im Ernst. Wozu?
Ich lasse mich umhauen. Das ist einfach... Es ist so ätzend, diese Mission. Ihr glaubt nicht, wie frustriert ich gerade bin, weil... Ich habe es jetzt in unzähligen Versuchen dieser Folge nur einmal zum Onryoki geschafft und bin direkt innerhalb von unter einer Minute gestorben. Natürlich, ich kann ihn nicht unterbrechen. Perfekt, genau. Ich habe ihn getroffen, aber Jess springt einfach durch. Das ist... Ernsthaft. Was ist das für ein Game Design? Also, wie wird das kommuniziert, dass der Kleine halt bei manchen Treffern unterbrochen wird, bei anderen nicht? Gar nicht. Ist halt einfach so. Könnt ihr mal aufhören, ich die ganze Zeit... So. Jetzt. Könnt ihr mal vielleicht gleichzeitig angreifen, damit ich ein vernünftiges Fenster habe? Spring natürlich sogar zurück. Okay. Okay, das lief überraschend gut für den Anfang. Wie sehr ich den im essentiellen Moment verfehle, das ist doch lächerlich. In dem Moment, ich greife an und spring vorbei. Ich hätte ihn umnieten können, aber nein, er springt vorbei. Ach Gott, ich könnte kotzen. Tut mir leid. War der letzte Versuch, diese Folge. Nächstes Mal wird es hoffentlich klappen. Und wenn nicht, dann brauche ich halt noch eine Folge. Ich verstehe es einfach nicht. Also jetzt gerade hat es am Anfang bei dem gut geklappt. Aber dann wurde es, sobald der andere auftauchte, auch schon wieder... Naja. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.